Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge geht es darum, wie man in allen Tracks oder in mehreren gleichzeitig Parameter wie Volume, Panning, Solo, Mute oder Arm gleichzeitig ändern kann. Wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So. Und hier habe ich schon mal ein kleines Stückchen vorbereitet. Das spiele ich jetzt erstmal kurz vor. Und während das Stück spielt, kann ich jetzt hier mit Solo und Mute arbeiten. Kann zum Beispiel auch beides anmachen. Hier das Arm zum Beispiel aus. So, und eine Kleinigkeit ist, man kann Solo und Mute gleichzeitig anmachen. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn ich Solo diese Spur spiele und gleichzeitig auf Mute gehe, dann wird nicht die Spur gemutet, sondern die Send-Effekte. Und ich habe hier bei dem Polymer habe ich einen Reverb-Send-Effekt, den habe ich hier unten, also die beiden Spuren, habe ich einen Teil in diesen Reverb reingemacht. Und wenn ich hier Mute drücke, Mute auswähle, wird der Anteil, der in den Send-Track kommt, in den Effekt-Track, gemutet. Das heißt, ich höre dann nur noch hier das trockene Signal. Wenn ich jetzt den Mute hier wegnehme, geht es wieder durch den Send-Track. Im Gegensatz dazu, wenn ich hier nur Mute drücke, dann wird der ganze Kanal gemutet. So. So, und ich kann jetzt natürlich, wenn ich hier Mute auswähle, kann ich das nacheinander machen und kann einfach durchklicken. Da gibt es nicht mehr Funktionen, die setzen oder wieder wegnehmen. Bei Solo, wenn ich eine Spur Solo spielen will und ich hier klicke, ist immer abwechselnd Solo. Und das ist konfigurierbar in den Einstellungen. Wenn ich hier in die Einstellungen gehe, unter Settings und Behavior, habe ich hier Solo. Und hier steht exklusive Solo. Das heißt, immer wenn ich auf einen neuen Knopf klicke, geht das alte Solo weg und setzt sich an das neue Solo, so wie man das hier sieht. Ich kann aber auch mehrere Tracks Solo klicken, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und dann die verschiedenen Tracks hier auswähle. So kann ich verschiedene Spuren Solo mir anhören. So, und ich habe ja versprochen eingangs, dass man auf mehreren Spuren gleichzeitig Dinge ändern kann. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ist dieser Track jetzt nicht wahnsinnig toll laut. Also der ist im Master gerade mal so irgendwo in die Hälfte. Und ich habe hier jede Menge Headroom. Das heißt, ich habe hier extrem vorsichtig, konservativ oder sagen wir mal von unten her gemischt. Und habe jetzt zum Beispiel oder wäre jetzt mit dem Mix zufrieden und meine, okay, ich kann jetzt irgendwelche Tricks machen, in den Master noch ein Tool rein, das lauter drehen oder wie auch immer. Ich kann aber auch folgendermaßen machen. Ich kann einfach hier oben auf die erste Spur klicken. Shift gedrückt halten auf die letzte Spur und jetzt habe ich alle ausgewählt. Oder wenn ich alle komplett auswählen möchte, kann ich auf Steuerung A drücken. Steuerung A hat den kleinen Nachteil, dass die Masterspur noch mitgewählt wird, aber ich kann die Steuerung-Taste gedrückt halten und die Masterspur abwählen. So, ich habe aber auch hier noch die Reverb-Spur und die will ich auch nicht verändern von der Lautstärke her. Die möchte ich auch so lassen. Das hat dann wieder was mit den Send-Kanälen und den Effekten zu tun. Das ist aber ein anderes Tutorial. Also ich wähle mir die erste Spur aus und die letzte kann dann mit Steuerung, wenn ich möchte, welche deselektieren oder hinzunehmen. Wenn ich die Reverb-Spur doch noch oder die Effekt-Reverb-Spur doch noch dazu haben will, kann ich die mit dazu nehmen. Möchte ich aber nicht. So, und wie ihr jetzt schon gesehen habt, ist hier drüben im Inspektor, den ich hier unten auf und zu klappe, sind mir jetzt diese Parameter hier angezeigt. Und ich sehe jetzt hier Volume minus 10 dB, das ist jetzt einfach so ein Wert über alle Kanäle hinweg.
Und ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann jetzt hier einfach reinklicken, festhalten und nach oben wählen. Jetzt werden alle Spuren gleichmäßig nach oben oder unten geregelt. Und wenn ich jetzt das hier laufen lasse, kann ich das jetzt einfach auf eine Lautstärke raufmischen im Master, wo ich der Meinung bin, dass das laut genug ist. Kann das natürlich auch hier machen, umschalten. Machen wir das hier hinten mal weg. Ja, wobei, doch damit wir den Master sehen. Und ich sehe jetzt hier hinten an dem Master nochmal etwas größer, ganz hinten rechts. Und kann das jetzt halt wunderbar hier auswählen. Und natürlich kann ich das auch mit dem Panning machen, was jetzt vielleicht bei allen Spuren, wenn ich jetzt alle nach rechts oder links penne, jetzt nicht so dolle ist. Ich muss aber auch aufpassen, wenn ich hier den Volume-Schalter nehme und zum Beispiel alles ganz hoch schiebe, die Maustaste loslasse und dann wieder zurücknehme, habe ich alles auf einer Lautstärke. Das kann gewollt sein, wenn ich einfach mal alles hochdrehen will und wieder runter. Aber jetzt habe ich den kompletten Mix verloren. Mit Steuerung Z kriege ich wieder meinen alten Mix zurück oder den lauten Mix. So, wie gesagt, beim Panning genau, kann ich genau das Gleiche machen. Ich kann natürlich hier wieder so einen Trick machen, wie ich einen der letzten Tutorials gezeigt habe. Ich kann das Panning jetzt so per Zufall über die verschiedenen Spuren quasi verteilen, wenn ich das möchte. Kann man mal hören, wie sich das anhört. Ja, weiß nicht, bin jetzt nicht so ein Freund davon. Dann lieber das von Hand machen. Ich habe auch in den einzelnen Spuren so ein bisschen Panning benutzt. So, und ich kann natürlich hier auch alles auf Arm stellen oder alles ausstellen. Alles auf Solo, alles auf Mute zum Beispiel. Und ja, das war's auch schon wieder für dieses Tutorial, denke ich mal. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das eh nicht schon habt. Kommentiert gerne, schreibt mir, ob es euch gefallen hat, was ihr vielleicht sonst noch gerne wissen wollt. Vielleicht weiß ich das auch nicht. Wenn ihr irgendwie was wisst, schreibt es drunter, wenn es noch weitere Möglichkeiten gibt oder tolle Tricks, die ihr anderen mitteilen wollt. Wir sind eine Community. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.